Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Täglich grüßt der Hundetrainer. Heute wollen wir uns mal über Wurfgeschwister unterhalten. Welche Vor- und Nachteile kann es haben, sich zwei Welpen aus demselben Wurf zuzulegen? Ich möchte euch meine Erfahrungen teilen und hier und da auch mal so ein kleines Ausrufezeichen setzen. Los geht's! Also, das ist eine super gute Frage, die über Patreon reingekommen ist. Ich glaube, von der Kerstin war es. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Also, falls ich jetzt den falschen Namen genannt habe, mea culpa. Aber eine Frage von unseren Patreon-Supportern. Das ist eine gute Frage und ich habe ein paar Beispiele aus jüngerer Vergangenheit, die ich dazu bringen kann. Zuallererst wollen wir aber mal auf das Thema Wurfgeschwister generell eingehen. Ich vereinfache das jetzt wie immer, ne? Aber ich mache es mal so plastisch und so bildlich, wie ich nur kann. Wenn, also wir alle wissen, dass Geschwister, zum Beispiel Bruder und Schwester, also wir reden jetzt von menschlichen Geschwistern, wir alle wissen, dass Geschwister ja eine gewisse Verbindung miteinander haben. Selbst wenn die sich als Kinder die Köpfe einschlagen, nicht leiden können, aber irgendwie ist da ein tieferer Zusammenhalt da. Wir alle wissen auch, oder haben das zumindest immer mal wieder gehört und vielleicht kennt der eine oder andere auch so ein Beispiel, dass es da noch ganz, ganz intensivere Geschichten gibt. Also so Geschwister, die wirklich, wirklich sehr nah beieinander sind oder so. Oder Seelenverwandte, wie auch immer. Oder aber, und jetzt wird's, naja, nicht ganz biologisch, aber wir gehen so ein bisschen in die Richtung Zwillinge. Wir wissen oder wir kennen Stories von Zwillingen, die fast wissen, was der andere denkt. Die wirklich, die extrem gleich ticken, deren Kommunikation einfach anders ist. Die verstehen sich mehr oder weniger blind. Und das ist bei Menschen definitiv so. Oder? Es gibt ganz viele Stories und ganz viele Forschungsergebnisse auch, die das belegen. Wollen wir jetzt kurz das Ganze auf Hundewelpen übertragen? Das sind nicht biologisch wahrscheinlich keine Zwillinge. Ich lehne mich jetzt vielleicht weit aus dem Fenster. Aber das ist nicht das, was wir als Zwilling verstehen. Die sehen nicht gleich aus und so. Ne? Aber letztlich haben sie sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten mit Zwillingen. Ja? Also was die Entwicklung und ganz, ganz frühe und sehr, sehr wichtige Phasen angeht. Die ganze pränatale Phase, also noch vor der Geburt im Bauch, die ganze Phase, verbringen die zusammen. Das alleine ist schon eine sehr, sehr starke Bindung. Und dann die Geburt, die Zeit danach, die wachsen zusammen auf. Also alles, was die machen, bis zu dem Punkt, wo die vermittelt werden, ist identisch mit Zwillingen. Also in unserem menschlichen Verständnis Zwillinge. Und dazu kommt jetzt noch eine Sache. Also wir können auf der einen Seite davon ausgehen, dass auch da zwischen Wurfgeschwistern eine ganz spezielle, sehr, sehr innige Verbindung besteht. Ja, also das gleiche Fleisch und Blut und so ist nicht das gleiche Rudel. Selbst in einem Rudel, auch wo es unterschiedliche, in Anführungsstrichen, Blutslinien gibt oder mal einer zu und abwandert. Selbst in einem Rudel ist die Verbindung sehr intensiv, das schon. Aber unter tatsächlich Blutsverwandten ist es natürlich noch intensiver und unter Geschwistern noch intensiver. So, das heißt, wir können davon ausgehen, dass Zwillinge eine ganz besondere Verbindung miteinander haben und Welpen demnach auch. Also Welpen aus dem gleichen Wurf. Und hier wird es jetzt wichtig, noch ein Stück weiter zu gehen und sich das noch ein bisschen weiter zu überlegen. Wenn wir jetzt das Verhalten von Zwillingen, gleichzeitig Geborenen betrachten und sagen, das ist eine höhere Verbindung. Dann das Verhalten von sozial lebenden, in Gruppen lebenden Lebewesen ist eine Verbindung. Und jetzt kommen noch diese ganzen Urinstinkte dazu. Wirklich, also Schutz der Gruppe, Schutz der Art. Ja, das nicht nur Schutz des eigenen Individuums. Das heißt, es kommen noch Instinktverhalten und sowas dazu. Also halten wir fest, Welpen, die zusammengeboren wurden, haben eine deutlich stärkere Verbindung als Hunde, die einfach nur miteinander aufwachsen. Fertig aus. Da gibt es nichts dran zu rütteln. In welchem Umfang und so, da mögen sich die Wissenschaftler drüber streiten. Ist für uns auch egal hier in dem Fall. Es gibt immer mal wieder Stories, wo Welpen getrennt werden, sich danach wieder sehen und sich auf den Tod nicht leiden können und sich blutig beißen und so. Das gibt's auch, aber das sind echt wenige. In den meisten Fällen sind so auf Welpentreffen, die erkennen sich sofort wieder. Wenn ich jetzt mit der Gaia zum Beispiel die Mutterhündin und die Schwester treffe, dann braucht die Gaia so 3 Sekunden, bis die gerafft hat, wer das ist. Und dann flippt die völlig aus, ne? Weil die Züchterin wohnt noch hier in der Gegend. Also da ist immer und da wird immer eine besondere Verbindung sein. So, das halten wir fest. Jetzt ist die Frage, hat das Vor- und Nachteile für mich als Hundehalter, wenn ich mir solche Welpen, Zwillinge anschaffe? Und hier wird es jetzt sehr
Ja, wie sage ich das jetzt? Ich kann jetzt nur von meinen Erfahrungen reden. Ne? Ich bin, weiß Gott, kein Biologe und kein Verhaltensforscher und das ist auch alles viel zu... Ich kenne natürlich viele Dinge aus dem Bereich, die sind wichtig für mich, aber längst nicht alles. Ist ja auch egal. Aber meine Erfahrung, ich hatte einige Wurfgeschwister und ja, die tun sich in vielen Bereichen gut. Also das, ich sag mal, ein unsicherer Hund aus dem Wurf zusammen mit einem sichereren Hund aus dem Wurf, das ist gut für den. Das ist wirklich gut für den. Es gibt also auch ein paar Vorteile, gerade was so die Entwicklung angeht, was so die Entwicklung von Individuen angeht, die eher so Angst und Unsicherheit haben. Aber es gibt auch Nachteile. Zwei ängstliche Hunde aus dem gleichen Wurf können sich extrem anstecken und das kann total nach hinten losgehen. Zwei sehr selbstbewusste Hunde aus dem gleichen Wurf, gleiches Spiel. Also kennt jeder so zwei Labi-Brüder, die draußen auf alles loskesseln, weil die eigentlich gemeinsam sind wir stark. Ne? Das ist dieses Rudel und so. Da stecken diese ganzen tief verwurzelten Instinkte und alles, was wir eben besprochen haben, das steckt da auch dahinter, wenn es mal in die falsche Richtung geht. Jetzt kommen ein paar Anekdoten aus meiner Vergangenheit. Das Ganze hat angefangen schon in der Ausbildung. Da, wo ich die Ausbildung gemacht habe, der Chef, der da die Ausbildung geleitet hat und dem da auch die ganzen Gebäude und Gelände gehörten und so und der auch ganz, ganz viel von dem erzieherischen Teil gemacht hat, der hatte zwei Hündinnen. So, das waren beides Malinois-Hündinnen. So, die eine wurde in einem Unfall von einer Mitarbeiterin von ihm gedeckt. Also nicht von der Mitarbeiterin, sondern von dem Rüden der Mitarbeiterin. Und sowohl die Hündin als auch den Rüden, den hatten wir da vor Ort. Weil die Mitarbeiterin auch mit mir teilweise Seminare hatte und so. Ne, nicht ganz identisch, aber ist auch egal. So, die Hündin, die Rosi, war eine super, super, super coole Mali-Hündin. Die war nett, die war angepasst. Das war kein, also ne, nicht so ein total überdrehter. Also war ein cooler Hund. Rosi war ein cooler Hund. Die war nicht mit die Jüngste, aber die war cool. So. Und Fero, der Hund der Mitarbeiterin, die da den Unfallwurf zusammen produziert haben, war der wohl mit Abstand geilste Hund ever. Also was so Sozialverhalten angeht. Der war einfach so cool. Vor allem mit Welpen. Der war witzig. Also es waren beides richtig, richtig top Hunde. Also jetzt so, ne, die hatten auch andere Probleme mit Gesundheit und sowas später, aber das ist ja egal. Also erzieherisch und ausbildungstechnisch waren das Top-Hunde. Die waren Hunde gewohnt, die waren mit Menschen cool und supi. Und da gab es Entwurf mit, jetzt darf ich nicht lügen, waren es 3 oder 4 Welpen? Ich glaube, es waren nur 3. Waren es 3 oder 4? Keine Ahnung, 3 oder 4 Welpen. So, aber 3 von diesen Welpen wurden in Anführungsstrichen in näherer Umgebung vermittelt. Einen dieser Welpen bekam die Besitzerin des Vaters, von Fero. Den anderen Welpen bekam eine befreundete Hundetrainerin. Und das war auch eine Hündin. Und den dritten, ein Rüden, bekam auch eine befreundete Hundetrainerin. Und das waren alles, die waren auch immer war wieder in der Ausbildung so als Hundetrainer vor Ort und so. Das war alles, die kannten sich auch. Ja, und die Hunde waren cool. Und die wussten auch, hey, du hast coole Hunde und ja, Unfallwurf hier. Ne? Und dann sind die alle da geblieben, die Welpen. So, das heißt... Es gab einen gewissen Zeitraum, wo immer mal wieder die ganze Family mehr oder weniger zusammen waren. Da war Mutterhündin, Vaterhund, die beiden weiblichen Wurfgeschwister und der Bruder. Und wenn die im Kölner Grüngürtel unterwegs waren, ohne Scheiß, die haben nicht kommunizieren müssen. Da hat einer kurz was im Busch zappeln sehen, da hat der kurz nach links und rechts geguckt, wussten die anderen sofort Bescheid und dann hast du wirklich gesehen, wie die teilweise mit Taktik oder Methodik da die Hasen gejagt haben, als Beispiel. Ja, also, ich vereinfache das jetzt. Aber die haben sich, ohne Scheiß, die haben sich blind verstanden. Du, wenn der eine Kacke gebaut hat, war der andere dabei. Ja, das war dann auch mal ein bisschen Gefetze und so. Ne, waren halt auch Malis, ne? Also, da war schon Dampf drin und sowas. Aber die waren nie falsch miteinander und die waren auch alle gut erzogen und ausgebildet. Und einzeln war das alles toll. Aber wenn die zusammengekommen sind, wurde es anstrengend. Und da haben sogar... Also die Kollegin, von der ich gerade gesprochen habe, die eine Hündin gekriegt hat, gesagt, wir treffen uns nicht mehr allzu oft, weil das ist echt anstrengend und ich habe auch keine Lust, dass das eigentlich immer nur scheiße läuft dann, weil manchmal lief es auch einfach scheiße. Weißt du, dann sagst du, ey, hier und dann alle weg und du kommst teilweise gegen diese, mit noch so guter Ausbildung, gegen diese Instinkte, gegen dieses Rudel kommst du teilweise nicht an. Und das haben sogar die Fachleute festgestellt, die auf jeden Fall zum damaligen Zeitpunkt viel besser ausgebildet waren als ich und viel mehr wussten als ich. Und bis heute würde ich noch sagen, das sind sehr, sehr gute Hundetrainer. Und die sind sicherlich in vielen Bereichen auch besser als ich. Und die haben gesagt, nicht so easy, ne? Also das war die erste Erfahrung, die ich gemacht habe mit Wurfgeschwistern. Zweite Erfahrung, die letzten beiden Erfahrungen, ich hatte ein
Pärchen aus Bonn waren die, glaube ich. Die hatten so zwei kleine Dackelmixe. Super nette und wilde und lustige Hunde, waren jung. Aber die haben echt alles angebellt. Die eine ist einfach vor und hat alles angebellt, weil sie voll der Draufgänger war. Der andere, der war so voll der zurückhaltend und nette und war eher so ein bisschen schüchtern, aber der hat halt einfach mitgebellt. Wenn die Schwester das vorgemacht hat, hat er das nachgemacht. Alles lösbar und so und kriegen wir auch hin. Wir haben da jetzt noch nicht angefangen zu trainieren, weil das mit Corona und so und ich denen noch gesagt habe, lass denen mal Zeit, die sind noch super jung, aber da hat man gleich gemerkt, die stecken sich gegenseitig an. Also überall da, wo sich eh schon zwei Hunde anstecken, die in einer sozialen Gruppe, das ist ja kein richtiges Rudel, Rudel wäre ja Blutsverwandt und so, ist egal, die in einer Gruppe, wir nennen es jetzt mal Rudel, da sind, die nicht direkt verwandt sind. Überall da, wo die sich schon anstecken, positiv sowie negativ, ist das bei Wurfgeschwistern noch intensiver. Wirklich, wirklich intensiver. Wir hatten in der Huta eine Hündin, die, Ayla, das ist eine Deutsch-Kurzhaar-Mix-Hündin. Super netter Hund, die sind bis heute nett, ne? Super netter Hund, junges Pärchen und so. Und dann gab es da irgendwie Probleme, ich weiß nicht ganz genau. Und dann wurde ein Bruder aus dem Wurf wurde zurückgegeben und dann ging es da hin und her. Und dann haben die endlich letztendlich gesagt, hey, der kommt zu uns. Und dann haben wir halt zwei und alles toll. Und ab dem Punkt haben die gemerkt, boah, fuck, ey, zwei ist anstrengend. Zwei ist echt anstrengend. Und zwei aus dem gleichen Wurf noch mehr. Und dazu noch, dass dann die Ayla war halt super sozialisiert und die war cool drauf und die war viel in der Huta und so. Und klar, war die jung und hatte Käse im Kopf, da war die, glaube ich, ein halbes Jahr alt, als der Torin dazu kam. Und war halt noch nicht fertig ausgebildet und so, völlig normal für das Alter. Und dann kam der Torin dazu, bei dem das alles nicht so war. Der hatte halt nicht so die guten zwei Monate, hatte nicht so gut Sozialisation, hat mit vielen, vielen Dingen Probleme gehabt, hat sich dann ultra stark an die Ayla gebunden, weil der gleich gemerkt hat, hey, Schwester, und die weiß, wie es läuft und so. Und wenn wir Ayla mal reingeholt haben in der Huta zum Pennen oder die beiden separiert haben, hatte der am Anfang gleich voll den Stress. Das hat lange gedauert, bis der damit klargekommen ist. Also alles in allem muss ich sagen, ja, das kann wirklich toll laufen und Welpen aus dem gleichen Wurf können auch ein super Segen sein. Aber ich würde sagen, die Chance steht 3-1, dass es schwieriger wird. Also zwei Hunde an sich ist schon schwieriger. Zwei Hunde mit null Kenntnisstand als Welpe holen ist noch eine Sache, da kriegst du vielleicht in die richtige Richtung, wenn du zu zweit bist. Alleine zwei Hunde würde ich keinem raten, weil dann bist du mit dem einen fünf Schritte weiter und es läuft gerade, dann macht der andere wieder Scheiße, dann hast du den einen wieder vernachlässigt, musst dich um den kümmern und irgendeiner lernt immer den falschen Kram. Ja, und auch dann so später so einen Welpen dazu holen, hast halt bei dem einen gewissen Stand erreicht und dann holst du einen dazu, das kann auch in die Hose gehen, sieht man bei Ayla und Torin. Ja, die haben jetzt halt beide, müssen mit beiden ein bisschen wieder mehr arbeiten und das haben die sich am Anfang wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher vorgestellt. Ich mutmaße jetzt, das weiß ich nicht hundertprozentig, ja. Aber ich würde sagen, 3-1 stehen die Chancen, dass es einfach wirklich deutlich anstrengender wird. Wirklich, wirklich deutlich anstrengender. Ihr kommt, Blut ist dicker als Wasser, ist da der Satz, den ich immer bringe. Die sind blutsverwandt. Ey, da kannst du noch so gut entziehen. Irgendwann werden Situationen auftreten, wo die sagen, Arsch lecken. Blut ist dicker als Wasser. Kannst du noch so oft mit Leckerchen wedeln. Meine Schwester hat das, ich renn dahin. Das, ja, also, ja. Es ist halt schön, für Hunde zu zweit aufzuwachsen. Auf jeden Fall. Aber es müssen nicht Blutsverwandte sein. Die können auch in einem Abstand kommen. Milan und Gaia lieben sich. Also, Milan könnte auch ab und zu mal ohne Gaia und Gaia auch ab und zu ohne Milan, aber die können auch nicht ohneinander. Also das ist halt, ne, es ist nichts Schlimmeres als zwei Hunde, die wirklich null ohne sich können. Also du bringst den einen mal zum Tierarzt oder hast halt Mädchen und Jungen, im schlimmsten Fall, die eines läuft, ich muss einen ausquartieren und ist Stress für alles, ist doch auch scheiße. Also ich kann den allermeisten Hundehaltern nicht empfehlen, Wurfgeschwister zu nehmen. Das ist so die Quintessenz des Videos, auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat, aber diese Anekdoten aus der Vergangenheit, denke ich, sind für euch auch interessant gewesen. Also ich würde mir nicht zutrauen, wenn jetzt Gaias Züchterin auf mich zukommen würde und sagen würde, hey, du wolltest doch immer noch einen Hund, ich habe jetzt hier diesen zwei, die sind übrig geblieben. Da würde ich mir denken, boah, zwei Border Collies. Und dann ist es noch ein Border Collie, weißt du, ein Border Collie, der als Ein-Personen-Hund gilt, ne? Also die binden sich extrem an eine Person. Aber ich schwöre euch, wenn du zwei Geschwister hast, dann scheißen die auf eine Person. Also es wäre die Gefahr, die da passiert. Und das, mir wäre das zu heikel. Also ich würde in der Situation sagen, du, einer ja, aber zwei... Vor allem nicht jetzt mit Baby und Bums, ne? Also, ja. Aber es ist wirklich, 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 unterschätzt das nicht, was Geschwister eine Verbindung zueinander haben. Da könnt ihr noch so viel trainieren. Nicht, ihr werdet manchmal an eure Grenzen kommen und viele werden an eure Grenzen kommen. Trotzdem gibt's auch ganz viele Stories von Geschwisterpärchen, von Hunden, die irgendwie zusammen im Ausland gefunden wurden und adoptiert wurden, die herrlichst laufen.
Ja. Teilt mal eure Erfahrungen, was das Thema angeht. Das würde mich sehr interessieren, mal so einen Überblick zu kriegen. Wie viele haben gesagt oder wie viele von euch sagen, boah, ist echt schwer mit Geschwistern? Und wie viele sagen, nee, ich kenne Pärchen, das ist super, oder ich habe selbst Geschwisterhunde und das ist super oder so. Das würde mich mal interessieren. Ich tippe 3-1. Ich würde sagen, jeder vierte sagt, nee, war super. Und die anderen drei, die halt Geschwisterhunde haben, sagen, oh nee, das war schon eine echt anstrengende Zeit. Teilt eure Erfahrungen in den Kommentaren, abonniert den Kanal, abonniert uns auch auf Insta. Ich bin raus. Ciao.